Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Jahr jährt sich zum 70. Mal die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die 1948 in Paris von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündet worden ist. Und dort heißt es, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechte geboren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Menschenrecht auf Religionsfreiheit steht weltweit immer stärker unter Druck, und vor allem Minderheiten sind betroffen. Ihre Religionszugehörigkeit wird instrumentalisiert, Vorurteile und Vorbehalte verstärkt oder geschürt. Und die Gewaltexzesse und die massenhafte Vertreibung gegen die muslimische Minderheit der Rohingyas in Myanmar sind ein besonders krasses Beispiel für die Verfolgung und Anlass für den heutigen überfraktionellen Antrag von CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne. Seit Sommer letzten Jahres sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, und zwar innerhalb von weniger Wochen, fast 700.000 Menschen aus Myanmar ins benachbarte Bangladesch geflohen, vor Massakern, vor systematischer Vergewaltigung, vor Brandschatzung ihrer Dörfer, schlicht um ihr Leben zu retten. Und tausende Tote sind zu beklagen, und die Mehrheit der Flüchtlinge sind Kinder. Der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen bezeichnet die Übergriffe als ethnische Säuberung wie nach dem Lehrbuch. Amnesty International hat in seinem aktuellen Bericht festgehalten, die Ereignisse in Myanmar werden in die Geschichtsbücher eingehen als ein weiterer Beweis für das katastrophale Versagen der internationalen Gemeinschaft, Entwicklung Einhalt zu gebieten, die den Nährboden für massenhafte Gräueltaten bilden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die systematische Diskriminierung der Rohingyas durch ihren Ausschluss von der Staatsangehörigkeit sowie die Verweigerung bürgerlicher und sozialer Rechte und politischer Rechte sind das Instrument für ihre systematische Unterdrückung. Und ihre Lage ist dramatisch. Auch das darf man erwähnen bei dieser Debatte und sich nicht die Augen zukleistern. Die Hilfsbereitschaft in Bangladesch ist groß. Und auch die Vereinten Nationen, die EU und auch Deutschland haben auf die Notlage reagiert und beteiligen sich an der internationalen humanitären Hilfe. Ich will aber auch sagen, wir dürfen uns keiner Illusion hingeben. Die humanitäre Hilfe darf auch nicht zum Alibi verkommen für die Unfähigkeit der Staatengemeinschaft, Konflikte zu lösen. Wir sehen das im 8. Jahr des Syrienkriegs. Wir sehen es schon viel zu lange im Jemen. Und der heutige Antrag will einen zu lange verdrängten Konflikt ins Bewusstsein rufen und fordert konkrete Maßnahmen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, eine aktivere Rolle zu spielen und gegenüber der Regierung Myanmar und im Rahmen der VN darauf hinzuwirken, dass die Menschenrechtsverletzungen gestoppt werden, dass die humanitären Hilfsorganisationen ungeschränkten Zugang zum Beispiel nach Rakhine gewährt wird, dass die Verbrechen aufgearbeitet werden, die Empfehlungen der Kofi Annan-Kommission umgesetzt werden, wozu sich ja die Regierung in Myanmar auch bekannt hat, und die Verbrechen gegen die Minderheit der muslimischen Rohingya führen uns doch auch exemplarisch vor Augen, wie wichtig unser Einsatz für Religionsfreiheit weltweit ist. Und gestern haben wir hier im Haus über den notwendigen Einsatz gegen die Christenverfolgung beraten, der weltweit am stärksten verfolgten Gruppe. Und das Thema Christenverfolgung, liebe Kolleginnen von der AfD, das Thema Christenverfolgung und Religionsfreiheit lässt sich keineswegs auf einen Kulturkampf zwischen Christentum und Islam reduzieren, wie mancher behauptet, und auch um bewusst zu spalten oder das eigene politische Süppchen zu kochen. Ich muss es Ihnen wieder in Erinnerung rufen. Beim Terror des sogenannten Islamischen Staats sind nach wie vor die meisten Opfer Muslime, die eben nicht die aggressive Ideologie der Krieger teilen. Und ich will zitieren den Bamberger Erzbischof Ludwig Schick. Unser Einsatz für die Christen ist exemplarisch, aber nicht exklusiv. Sie müssen endlich zur Kenntnis nehmen, religiöse Verfolgung kennen auch die Baha'i, die Ahmadiyya, die Jesiden, die Schabak, die Aleviten, die Juden, die Schiiten und Sunniten, die Tibeter, die Uiguren, die Christen aller Konfessionen und Traditionen und die Muslime wie die Rohingya. Und lieber Herr Braun, Sie sollten auch mal zwischendurch in die Bibel schauen. Da heißt es nämlich, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Was Sie hier behauptet haben, ist hier in der Debatte gestern Abend gar von keinem dieser anderen Parteien dort gesagt worden. Und wenn Sie die Begriffe übernehmen, sogenannte Volksgruppe, Kampfbegriff Rohingya, dann stellen Sie sich eindeutig auf eine Seite, nämlich auf die falsche. Auf die falsche, nicht auf die Seite der Verfolgten. Sie legen den gleichen Zynismus, die gleiche Überheblichkeit, die gleiche Aggressivität bei einem sensiblen Thema an den Tag wie gestern Abend.
Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, ich will Ihnen auch sagen, wir werden Ihren Antrag ablehnen, denn es gibt kein Recht auf Migration. Und es gibt auch kein Recht, sich ein Land auszusuchen und einen Pass. Sondern wir stellen uns an die Seite derjenigen, die Unterstützung brauchen. Das unterscheidet uns von Ihnen. Und Papst Franziskus hat gesagt, als er jetzt in Bangladesch bei den Rohingya-Flüchtlingen gewesen ist, wir werden weitermachen, ihnen zu helfen, sodass sie ihr Recht anerkannt bekommen. Wir werden nicht unsere Herzen verschließen. Wir werden nicht wegschauen. Hören Sie auf Papst Franziskus. Und deswegen möchte ich zum Schluss kommen. Also, Herr Braun, es gilt das Gleiche, was ich eben gesagt habe. Sie sollten es wirklich verfolgen, dass Sie jetzt der Sprecher von Papst Franziskus sind, ist nun wirklich nicht der Fall. Ein Kernanliegen unserer werteorientierten Außenpolitik ist die weltweite Anerkennung des fundamentalen Menschenrechts auf Religionsfreiheit. Und deshalb war es uns als CDU/CSU besonders wichtig, dass im Koalitionsvertrag erstmals vereinbart wurde, das neue Amt des Beauftragten der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit zu schaffen, sodass es künftig alle 2 Jahre einen Bericht dazu geben wird, und zwar mit einem systematischen Länderansatz. Das Papier soll allerdings nicht geduldig bleiben, sondern wir haben die Erwartung, dass sich die Erkenntnisse im Handeln der Regierungspolitik widerspiegeln. Und als einen Verbündeten in dieser Frage sehen wir unseren neuen Beauftragten Markus Grübel, dem wir unsere Zusammenarbeit anbieten und dem wir wirklich Erfolg bei dieser wichtigen Aufgabe wünschen, weil dieser Bundestag zeigt gerade jedenfalls an seinen linken und rechten Rändern, dass es wichtiger denn je ist. Herr Kollege Brandt, Sie wollten zum Schluss kommen. Dass es wichtiger denn je ist, dass allen, denen die Religionsfreiheit wichtig ist, sich für alle verfolgten Minderheiten einsetzt, für Christen bis hin zu verfolgten Muslimen. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Lukas Köhler, FDP.